ich habe mir Mühe gegeben, ihn nicht in der ganzen Länge zu halten, sondern ihn so einzukürzen, dass die Hoffnung des Veranstalters, dass ich nach 25 Minuten zu Ende komme, auch eingehalten wurde. Es war exakt 25 Minuten, darauf bin ich am meisten stolz. Ich verfolge diesen Kongress seit vielen Jahren, habe auch in verschiedenen Funktionen daran mitgewirkt und ich finde ihn sehr wichtig, denn gerade Kommunikationsmenschen müssen kommunizieren und das bietet hier den Raum und die Verstärkung von Netzwerken. Also ich glaube, dass alle merken, dass man sich umstellen muss, dass wir einen immer größeren Einfluss der digitalen Medien haben, dass die klassischen Medien zwar noch ihre Funktionen haben, auch hohe Glaubwürdigkeit, dass aber die Massenkommunikation einer völlig anderen Dynamik unterliegt und dass sich alle mit der Frage beschäftigen, wie man da präsent sein kann. Ich sagte eben in der Rede, Bösartigkeit, Dummheit, ja auch Kriminalität sind schon im Netz. Jetzt muss der Verstand, Aufklärung und Wahrheit rein. Sehr arbeitsam, aber gleichzeitig kollegial und freundlich. Das muss präziser, sauberer und deutlicher werden, weil sonst produziert das Missverständnisse, die beiden schaden, ganz besonders den Medien schaden. Von den Medien erwarten die Menschen Aufklärung, Orientierung und in dieser argumentationsarmen Zeit darf man der Politik nicht auf den Leim gehen, die uns zweitrangige Themen statt Bedeutungsvolles liefert. Eine Krise bietet immer Chancen und dass es nicht funktioniert, ist mangelnde Begegnung und mangelnde Einübung in falsche Rituale. Früher glaubte man, man kann im Kanzleramt eine Flasche Rotwein leer machen und dann sei die Sache gelaufen. Die Politik trüge das Industrieprojekt. Die Wirtschaft muss lernen, ihre Projekte selber in der Öffentlichkeit zu vertreten, für Akzeptanz zu sorgen. Und das kann sie auch. Sie hat ja gute Gründe. Das ist eine außerordentlich spannende Frage. Ich glaube, wir brauchen mehr europäische Öffentlichkeit. Wir erleben zurzeit das Gegenteil. Wir hatten sogar schon mehr, wenn auch zu wenig. Aber jetzt gibt es eine Nationalisierung der Öffentlichkeit, eine Rückbesinnung auf den eigenen Kochtopf und die eigene Enge. Und das ist fatal. Wenn wir nicht bald eine Öffentlichkeit, eine europäische Öffentlichkeit schaffen, die auch diskussionskräftig ist, dann zerstören wir Europa, was wir so dringend brauchen. In dieser globalen Welt werden wir kleine Mäuse, wenn wir nicht im europäischen Verbund auftreten können. Also mehr europäische Öffentlichkeit.